An der Uni Bielefeld gibt es ja so einige Sprachkurse, aber kaum einer ist sicher so außergewöhnlich wie der Kiswahili-Sprachkurs. Das mag zum einen an der exotischen Sprache liegen, aber es wird in dem Sprachkurs auch viel mit Theaterelementen gearbeitet. Unsere Reporterinnen Ingrid und Pauline haben den ungewöhnlichen Kurs an einem sehr ungewöhnlichen Ort jetzt mal besucht. Mwanamke Mwembamba. Karibu. Kiswahili, ein Sprachkurs, der Theater und Sprache verbindet. Die Studenten sollen eine neue Art des Lernens entdecken, bei der sie selbst und ihre Umgebung in das Sprachenlernen eingebunden werden. Tutuwangu Mzuri ist auch ein vollständiger Satz. Dafür lernen sie im Seminar Vokabeln und Grammatik, während im Theaterraum Spiele und Aufführungen auf Kiswahili durchgeführt werden. Der Kurs wird von Frau Dr. Susanne Horstmann an der Universität Bielefeld geleitet. Ich habe vor einiger Zeit eine theaterpädagogische Ausbildung angefangen und möchte ausprobieren, inwieweit sich theaterpädagogische Techniken im Sprachunterricht integrieren lassen. Möchte das gerne selber ausprobieren. Natürlich gibt es darüber auch Literatur, aber die ist oft so ein bisschen allgemein gehalten und so weiter. Und ich wollte das gerne mit einem A11-Kurs ausprobieren. Und auf Deutsch finde ich hier jetzt nicht so schnell einen A11-Kurs. Und dann habe ich gedacht, hole ich mein Kiswahili mal wieder vor und unterrichte das. Der Stil ist mir neu, also ich habe das vorher noch nie erlebt, mit Theatertechniken in Verbindung eine Sprache zu lernen. Das ist eine Sprache in Ostafrika, eine Sprache, die in relativ vielen Ländern dort gesprochen wird. Wird jetzt gesprochen in Tansania, Kenia, Teilen von Uganda, Kongo, auch noch Ostkongo. Also es gibt relativ viele Sprecher und mehr Muttersprachensprecher auch, weil eben viele andere kleine Sprachen im Zuge dessen, zumindest in Tansania, immer weniger Bedeutung bekommen. Ich lerne Kiswahili, weil ich schon mal in Kenia war. Ich habe eine persönliche Verbindung zu dem Land, bin da geboren, aber hier aufgewachsen in Deutschland. Die Übungen dienen sowohl der Entspannung der Studenten sowie auch dem Spaß am Sprachenlernen. Das ist wirklich unterschiedlich von normalen Sprachkursen, weil wir sind in einem Theaterraum und einmal in der Woche und wir machen Spiele und so. Es ist sehr lustig und ich finde, es gibt eine viel bessere Stimmung als in normalen Sprachkursen. Es ist also ein Kurs, der mit Freude und Spiel das Sprachenlernen schöner macht, erleichtert und den Studenten die Angst vorm Sprechen nimmt. Kwaheri!